So, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Let's Play Double B Smackdown vs. Raw 2008 GM Mode. Ja, weitere Smackdown-Ausgabe steht an, 12. Juli, Tulsa, Oklahoma. Tja, bei euch müsste es heute Sonntag sein oder sowas, ne? Ach, schön. Morgen schon wieder Montag. Ihr freut euch bestimmt riesig. Warte mal, heute ist Sonntag. Denn es ist heute WrestleMania, ne? Tatsächlich, heute ist WrestleMania. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei WrestleMania gucken. Vielleicht werde ich WrestleMania nächstes Mal sogar live gucken. Bin mir nicht ganz sicher, weil ich ja Schule habe am nächsten Tag. Aber ich habe es eigentlich vorgehabt. Heute ist ja WrestleMania, wenn ihr das guckt. Bei mir ist es noch eine Woche vorher. Auf jeden Fall, egal. SmackDown steht an. Und morgen geht es dann weiter mit den Ergebnissen von euren Votings, was ja bis zum Freitag lief. Das heißt, braucht ihr gar keine Sorgen mehr machen. Die Voting-Phase ist vorbei für den neuen Number One Contender für die World Heavyweight Championship und so weiter. Aber wir machen erstmal hier auf bestätigen. Erstmal gucken, ob die Promoslots gefüllt sind. Ja, sind sie. Das wollte ich so haben. Bestätigen. Alter. Bestätigen. So, ja. Fangen an mit einem Normal Tag Match, Tornado Tag Match, um ein paar Leute eine Fläche zu bieten oder eine Bühne zu bieten, wie auch immer. Simulieren wir den Scheiß. Und James McFoley und Ashuf holen sich hier den Sieg gegen Boogeyman, Hulk Hogan und Rey Mysterio. Dann ein Hardcore-Match Einzel, Big E gegen Dean Ambrose. Dean Ambrose relativ beliebt, Big E auch. Warrior später noch im Main Event, das werden wir spielen, wir werden den Taker spielen. Geht um keine Championship, aber Big E und Ultimate Warrior sind ja normalerweise die Tag Team Champions und die verlieren jetzt hier und Dean Ambrose holt sich den Sieg über Big Langston. So, jetzt habe ich die Chance, das werde ich auch noch simulieren lassen, mich in die Fehde zwischen CM Punk und Bryan einzumischen, wenn man so will. Denn, ja, die haben eine Fehde, CM Punk und Bryan. Und ich habe die Cruiserweight Championship und Daniel Bryan hat die Cruiserweight Championship. Und da man nicht beide Championships aufs Spiel setzen kann, habe ich jetzt einfach mal die United States Championship aufs Spiel gesetzt. In einem Steel Cage Triple Threat Match. Und wenn ich Glück habe, bin ich gleich Cruiserweight Champion und United States Champion. Komm. Fuck! Punk holt sich den Sieg und somit die United States Championship. So ist das. So, Parking Lot Brawl. Jeff Hardy gegen Cesaro. Die Feder bleibt weiterhin knackig und Cesaro holt sich den Sieg. Und jetzt kommen wir zu unserem Main Event. Das werden wir spielen. Wir werden versuchen, unsere World Heavyweight oder die World Heavyweight Championship zu verteidigen, die aktuell dem Taker gehört. Und Edge muss auch irgendwie im Match dabei sein. Irgendwie kommt er nicht mal an einem World Heavyweight Championship Match, obwohl er Popularität 100 hat. 100, sage ich euch. 100. Vielleicht in der nächsten Woche. Matchregeln. Ist ein normales Match, ne? Einzel, kein Manager, der Q ist ein. Ja, dann spielen wir das Match doch mal. Ich möchte gern den Taker spielen. Ist das möglich? Das wäre sehr gut zu wissen. Heute ist schon WrestleMania, man glaubt es nicht. In der Nacht vom 6. auf den 7. April um 1 Uhr beginnt das Ganze. Ich habe dazu ein Video gemacht, wie man das sehen kann. Bei MaxDome läuft es nur auf Deutsch im Ton. Und hat sich auch später herausgestellt. Im Replay gibt es auch auf Englisch, aber bei MaxDome nur auf Deutsch im Ton, vom Ton her. Und das letzte Mal bei Sky Select oder ihr holt euch das WWE Network und so weiter. Ihr kennt es ja mittlerweile. Wenn nicht, schaut euch das Video einfach mal an. Sucht bei mir auf dem Channel nach WrestleMania 30 und dann solltet ihr das eigentlich finden. Oder einfach mal nach WrestleMania 30 gucken, googeln und dann sollte mein Video relativ früh aufploppen unter den ersten 10 Ergebnissen. Deswegen macht man ja solche Videos, weil die sehr suchintensiv sind und ich eigentlich davon ausgehe, dass wahrscheinlich so die Woche vor WrestleMania das relativ gut geklickt wird. Das wurde jetzt schon gut geklickt, hat, weiß nicht, die 1000 Views sind glaube ich nicht mehr fern, ne? 1000 Views sind schon viel für mich, okay? Also bei den nicht regulären Videos. Normalerweise sind ja bei Let's Play Videos so um die 200 Views immer so eine normale Zahl, wobei die GM-Mode Videos nicht mehr so gut ankommen, wie es aussieht, könnt ihr mir das bestätigen. Kommen die bei euch gut an? Ne, wahrscheinlich schon, wenn ihr euch die anguckt, aber die Zahlen lassen für sich sprechen, weil die WWE 2K14 Formate, die bringen in der Regel mehr Views als der GM-Mode. Hat aber wahrscheinlich eher was damit zu tun, da mehr Leute in Bezug zu WWE 2K14 haben als zu SVR08, ne? Naja, was will man machen? Jetzt muss man es auch durchziehen. Ich weiß aber noch nicht, wie lange ich das hier spielen werde, ob ich irgendwie ein Jahr spielen werde, weil das könnte ziemlich lange dauern. Oder einfach bis ich 100% habe oder einfach vorher abbreche.
weil das mit den Prozenten, das ist ja eh immer so eine Sache. Hat die KI ja immer ihre eigenen Marken, wenn man so will. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich die World Heavyweight Championship nicht dem Warrior koste. Dem Taker koste. Ich wollte jetzt eigentlich verteidigen, damit Edge und Taker dann das letzte Match bei American Bash haben können. Und wir das auch geklärt haben und wir einen neuen Champion entkrönen können oder einen neuen Number One Contender nach eurem Voting-Ergebnis. So, steh mal auf, dann kriegst du einen Punch ab. Das sollte nicht sein. Na, hahaha. So, dann machen wir doch mal einen Grapple. Na, komm, was macht. Oh, oldschool, oldschool. Take care, spike your hair, unser Scheiß. Adam, da hat gesessen. Wir sind Brawler. Okay. Das ist auch der letzte Part, den ich hier am Stück aufnehme. Mein siebter Part, ey. Ihr wisst ja, ich nehme immer für eine Woche komplett auf. Und das heißt, ihr seht dieses Video mit einer Woche Verzögerung, ey. Oh Mann. Dann muss ich ja wirklich, wenn WrestleMania ist, dann habe ich mir gedacht, dann muss ich mir einen anderen Schlafrhythmus wieder angewöhnen oder so. Dann muss ich einfach bloß freitags mal nachmittags nach der Schule schlafen. Und dann geht das. Und dann ist man am diesen Tag dann auch mal länger wach und dann geht das auch bloß. Natürlich doof, dass man am nächsten Tag Schule hat, dann muss man, ist man fast gezwungen durchzumachen. So, machen wir doch mal einen Chokeslam. Der geht wenigstens auf den Torso. Vielleicht ist das jetzt schon der Sieg? Ist es gelb, ne? Ja, und das. Oh, was? Der Warrior powert mich hier. Oh, powert mich hier weg, der Big Boot hinterher. Alter, der Warrior, ey, man glaubt es nicht. Ja, was ich sagen wollte. Natürlich doof, wenn man Schule danach hat. Ich weiß, einige von euch gucken ja wirklich Raw und Pay-Per-Views immer live, obwohl Schule danach ist. Stört anscheinend nicht. Aber ich kann mir eigentlich so erlauben. Oder ich könnte mir schon erlauben, weil es stört keinen hier. Weil ich ja so im Prinzip alleine wohne. Ich wohne ja über meiner Mutti. Und da stört es keinen. Aber trotzdem geht ja um mich. Weil ich kenne das doch, weil ich immer voll lange brauche, um den Schlafrhythmus zu wechseln. Das heißt, in den anderen Schlafrhythmus reinkommen, das heißt spät ins Bett gehen und spät aufstehen, das geht. Also von Schule auf Fail umstellen, das geht natürlich einfach, aber andersrum natürlich nicht, ne? Das krieg ich erstmal hin. Ich denke, da wird es einigen von euch genauso gehen. Naja, das ist natürlich immer doof mit dieser Zeitverschiebung. So, 4 Stunden geht das Ganze, ja? Beziehungsweise mit Pre-Show und Post-Show wird das Ganze ja 7 Stunden dieses Jahr gehen. Wenn wir uns erinnern. 7 Stunden. Mein Gott. So, komm her. Sollten wir noch hinkriegen hier, das Match. Irgendwie. Hier gibt es ja noch keine OMG-Moments. Da war ja was. Da war ja was. Ich erinnere mich. Zeigen wir ihm hier die Mittelfinger. Jetzt ist er rot am Torso. Dann warten wir ihm einfach mal im Ring. Erwarten wir ihn im Ring und hoffen, dass wir ihn noch rechtzeitig abfangen können. Komm rein hier schnell. Schnell! Schnell! Chokeslam, jawohl! Und dann haben wir den Sieg hier auch in der Tasche. Hahaha. Badam! Ins Cover. Und wir haben erfolgreich die World Heavyweight Championship vom Undertaker verteidigt. Jawohl! Inside! Ach, schön! Elijah Burke, ne? Und diese Ausgabe wird euch natürlich wie immer präsentiert. Von WrestlingGames.de, der Seite für Wrestling und MMA Games. Habe ich vergessen, am Anfang zu sagen. Naja, ja, bis hier jetzt. And still your World Heavyweight Champion, The Undertaker! Oder so. Boah, hab ich Hunger! 3 Stunden am Stück aufnehmen, oder wie lange nehme ich jetzt auf? Was sagt Audacity? 2 Stunden 40 Minuten mit Pausen, sollte klar gehen. So, bestätigen. Ja, Prozente bleiben gleich. Was sagen denn die Wertungen? Haben wir noch eine Smackdown-Ausgabe vor Great American Bash? Das geht ja noch mit eurem Voting zusammen. 4 Sterne insgesamt, das hört sich gut an. 3,5 Sterne im Opener, 4 Sterne dieses Match, 4,5 Sterne United States Championship Match, 4 Sterne Jeff Hardy Cesaro und 4 Sterne World Heavyweight Championship Match. Also Match of the Night, wo ich natürlich dabei war. Klar, was auch sonst, ne? So, dann gehe ich einmal auf den Sonntag hier. Boah. Ich muss, was verlängern? Ein Monat ohne Verletzung. Hey, 40%!
Verletzungen von Superstars sind schlecht für das Business. Vor allem, ich habe ja Verletzungen ausgestellt. Wie... Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich Schluck auf, oder was? hat sich bestimmt lustig angehört. Jetzt habe ich bestimmt die ganze Zeit Schluck auf. Ich freue mich riesig. Verletzungen von Superstars sind schlecht für das Business. Punkt. Du hast es geschafft, deinen Brand für einen ganzen Monat verletzungsfrei zu halten. War nicht Alter. Ich hab Schluck auf, das kann ja wohl nicht wahr sein. Meiner Meinung nach ist das etwas wert. Aber ich erwarte von einem General Manager, der in diesem Jahr das Sagen haben möchte. Also geh, mach was und sei noch etwas aktiver, dein Boss. Vince Candy McMahon. Wird Zeit, dass ich die Episode beende. Die letzten 5 Minuten, die werde ich ja wohl noch hinkriegen. Fansupport. Jawohl, wir sind die Alter, wir sind die Nummer 1. Ich hab bestimmt. Hört sich bestimmt wirklich lustig an, dieser Kackschluck auf. Pau 25. Take a Punk. Edge. Wieso kann Edge. Für keine Championship antreten. Das ist ja echt behindert. Verstehe ich noch nicht. Das verstehe ich echt nicht. Was kann ich da machen? Scheiß mir die Kommentare. Cool. 9 von 10 Leute in den Top 10. Top 10 eben. Oh Mann, ey. Ist mir noch nie passiert. Schluck auf im Let's Play. Oder? Wenn ihr da was Besseres wisst. Oder wenn ihr mich dazu verbessern wisst. Und ihr lange von dabei seid, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ja. Popularität. Wen pushen wir denn jetzt mal? Die Woche, ich habe gesagt, das Shield will ich pushen, ne? Dean Ambrose mit 89 gut am Start eigentlich. Den nehmen wir heute doch mal Seth Rollins. Oder diese Woche, je nachdem. Ich könnte natürlich auch alle gleichmäßig pushen, also ein bisschen doof so, ne? Ein bisschen doof ist das schon. Gut. Finanzen will ich noch checken. Finanzen. 873.000. Bisschen Gewinn gemacht. Verträge. 3 Wochen ist das geringste, oder was? Jawohl. Okay, das machen wir dann demnächst. Gut, Great American Bash steht an. Und wir pushen jetzt den guten Seth Rollins. Seth, da ist er. Können eventuell mal wieder für die Tag Team Championships antreten. Wäre eventuell ganz cool. Scheiß Schluck auf, zum Glück ist das in der letzten Ausgabe, in den letzten 5 Minuten oder so. Seth Rollins! So, dann nochmal. But the show must go on, ne? Ganz getreu dem Motto. Alter, hab ich lange keinen Schluck auf mehr gehabt. Und einmal noch. Einmal noch hier. Trophäentermin, Seth Rollins, haben wir das. 5% Fanpopularität, ey. Ach man, darf die Mutter mal nicht aufhaben. Aber ich glaube, ist egal jetzt. Seth Rollins hat jetzt 85. Okay, eigentlich bringe ich es jetzt nicht, dass ich jetzt eine Matchcard zusammenstelle. Wenn ich sowieso jetzt beim nächsten Mal noch Leute erwarte, ne? Ich kann nochmal probieren, ob ich jetzt eventuell Edge ins Main Event gestopft bekomme. Geht das jetzt? Ja, jetzt geht's wieder. Das freut mich doch. Dann können wir dort jetzt wirklich mal, weiß ich nicht, ein Ladder Match sehen. Zwischen den beiden. Ja, das auch wieder. Den Promo-Slot. Okay, komm, die Matchcard stelle ich noch zusammen und dann reicht das für diese Episode, kann dann immer noch ändern. Werbepromo und dann holen wir uns ein paar Leute. Interference. Dann lassen wir das. Punk machen. Wieder. Nee. Dieses Mal lassen wir das jemand anderes machen. Pay-Per-View. Nee, warte mal. Interference. Popularität. Boogeyman. Ja, lass uns Boogeyman machen. So, dann daraus machen wir wieder. Weiß nicht. One-on-one, normal Ultimate Submission. 15 Minuten. Haben das auch wieder am Start. Die Fäden muss ich gleich nochmal nachgucken. United States Championship. Lassen wir auf dem Spiel. In einem. Nicht. Natürlich auch im Titelkampf, was erzähle ich denn? One-on-one. Hardcore.
Daniel Bryan. Haben wir das. Opener machen wir denn für die Cruiserweight Championship, würde ich einfach mal behaupten. Oder so. So, die Tag Team Championships können auch wieder auf dem Spiel stehen. Herausforderer. Warum ist er jetzt nicht Roman Reigns oder Seth Rollins oder so? Oder Dean? Der nimmt einfach mal wieder Chris Jericho und Mick Foley oder so. Das sollte klar gehen. Oder ist irgendjemand noch dabei, den wir nehmen können? Ne, dann nehmen wir Mick Foley. Mick Foley, dann haben wir. Achso, ist klar. Ist klar. TLC, Tornado Tag. Haben wir das? Haben wir das? Mick Foley, wollen wir nicht schon. Oh, wir haben das schon mal im Opener. Dann machen wir im Opener ein Fatal 4-Way für die Cruiserweight Championship. Dann werde ich das versuchen, irgendwie zu spielen beim nächsten Mal. Wenn alles gut geht, machen wir TLC. Dann haben wir beim nächsten Mal auch schon TLC, ne? So, warte mal, dann machen wir hier. Dann machen wir daraus. Tag Team. Hardcore ist ja auch total egal. So, Cruiserweight Championship. Hoffentlich finde ich genug Contenders dafür. TLC wollte ich dafür machen. Franz verteidigt gegen ein paar Leute. Den können wir dann nehmen. Jeff Hardy ist schon in Benutzung. Dean Ambrose, geht der? Ich weiß es nicht. Können wir noch wen nehmen? Ich werde jetzt einfach mal irgendwelche Leute nehmen, damit ich etwa das hier voll kriege. Sheamus, die werden alle nicht gehen. Werden alle nicht gehen. Wie nehme ich denn da? Oder verteidige ich einfach mal nur gegen Dean Ambrose? Wäre interessant so, ne? Oben, ne? Aber die sind alle relativ beliebt. Dann packe ich da noch, der mal einfach ein Manager-Match. Oder so. Oder irgendwie so. Das könnte gut gehen. Also, Turn 2. Ich wollte ja ein. Dann halt so. Geht das vielleicht? Cruiserweight Championship? Na, tatsächlich. So, also, Sheamus denn, weiß ich nicht. Ich bin ja Heel, ne? An meiner Seite dann. Wer war noch gut am Start? Hogan. Hogan oder so, ne? Ne, auch nur 87. Boogeyman? Nehmen wir Boogeyman. Boogeyman an meiner Seite und später darf er noch Interference machen. Dann haben wir die Matchcard erstmal fertig. Gut, dann speichere ich an dieser Stelle und dann wollte ich noch bei den Fäden kurz nachgucken. Alter, bin ich froh, wenn die vorbei ist. 3 Daumen runter, ey, jetzt übertreibt man nicht. Die Fäde ist dann auch vorbei. Ist ja auch. Ist egal. Alles hat ein Ende. Vor allem die Fäde zwischen Edge und Taker, ne? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich speichere an dieser Stelle. Raus hier, beenden und einmal Memory Card Steckplatz 1. Wir sehen uns, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Trotzdem Schluck auf, vielleicht hat es ja das Ganze aufgewertet, man weiß nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei WrestleMania. Eventuell werde ich es dann live gucken oder so. Ansonsten schaut vorbei bei WrestlingGames.de und bei meinen anderen Videos. Wir sehen uns, euer Franz, euer Zock, bis zum nächsten Mal, haut rein. Daumen hoch, wäre cool und tschüss.